Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Recken-Fan-Talk nach dem Spiel gegen den THW Kiel und an meiner rechten Seite Alfred Jönsson. Ja, Alfred, war Kiel heute eine Nummer zu groß? Ja, vielleicht eine Nummer zu groß, aber trotzdem war wir drin und ja, es war auf jeden Fall knapp, aber der Torwart hat ein bisschen zu viel Parade gemacht. Ja, Niklas Landin war natürlich wirklich grandios und hat euch zu Anfang den Schneid abgekauft und damit war gleich der hohe Rückstand zur Halbzeit. Was habt ihr euch in der Kabine vorgenommen? Auf jeden Fall haben wir ein bisschen gesprochen über unser Werfen und wir haben ein bisschen, also ich spreche nur über unser Vollgas geben und ja, ein bisschen Taktik übersprechen. Nach der Europameisterschaft hatte man gedacht, es wäre vielleicht ein bisschen ja, die Kraft weg bei Kiel, aber das war nicht der Fall. Wie siehst du es? Ja, wir haben voll Gas gegeben und wir waren nicht so viel drin. Aber ich glaube, wir sind in Unterzahl, also andere Halbzeit, also die ganz andere Halbzeit und das ist sehr schwer. Der Schiedsrichter, der zweite Schiedsrichter hat sich verletzt in der ersten Halbzeit. Hattest du so eine Situation schon mal? Schon mal? Nee, habe ich nicht. Ja, tut mir leid. Ja, denke ich auch. Also aber der zweite Schiedsrichter hat das letztlich dann gut durchgezogen. Ja, hat super gut gemacht. So nichts. Ja, sehr gut. Ja, jetzt kommt ein schweres Auswärtsspiel, dann zum Glück wieder ein Heimspiel, aber das alles in einer Woche. Ist die Kraft da? Ja, unsere Kraft ist immer da. Super. Vielen Dank, Alfred.